So, hallo. Wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors, letztes Mal, haben wir um Haaresbreite schwer geschafft und dabei um Haaresbreite schwer plus freigeschaltet. Glücklicherweise gibt es Checkpoints. Genau. Als ich den Eistyp besiegt habe. Das heißt, den Krog hier hinten habe ich jetzt auch schon, ne? Da hinten war ein Krog, den habe ich jetzt auch mitgenommen. Sehr gut. Dann ist die Zeit hier auch noch akzeptabel und ich versuche jetzt mal hier besser durchzurennen. Der Checkpoint ist sehr gut bisher. Also der Checkpoint ist okay. Eine Minute bis zu dem Typen ist in Ordnung. Ich habe mich dann nur leider hier sehr lange aufgehalten und wurde dann am Ende von einem dämlichen Octorok auf dem Weg zu dem Feuerwächter besiegt. Das ist nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe. Und jetzt, wo ich weiß, dass die alle hier keine Pfeile haben, sage ich mal, bin ich etwas weniger vorsichtig und wüte einfach durch. Ich könnte ja die auch einfach ignorieren, aber ich will mein A aufladen für den Leunen. Mindestens für den Leunen, wenn nicht für die anderen auch, ne? Also, vielleicht schaffen wir es ja sogar mehrere A's hier aufzuladen. Ich meine, da kommen noch einige Gegnerhorden. Vielleicht ist es sogar der Way to go. So, haben wir alle? Nee. Aber jetzt. So. Jetzt kommen hier die Kollegen wieder. Ich muss vorsichtig mit Schilden rangehen. Hier kommt einer, genau. Weg mit dir. Da oben ist noch einer. Weg mit dir. Da drüben ist auch noch einer. Jetzt wird's kritisch. Ich dachte, ich komme weg. Ich dachte, ich komme weg. Okay, ich komme nicht weg. Geht das hier schneller oder werde ich mich jetzt hier eher in Gefahr begeben? Wahrscheinlich letzteres. Aber die können halt nicht wirklich angreifen. Also das, die sind eigentlich relativ harmlos. Die können zwar zustechen und so, aber die treffen mich halt nicht. Das ist eigentlich okay. Die Octoroks sind halt echt fies. Die Octoroks sind halt echt fies, wenn man nicht ein einziges Mal getroffen werden darf, ne? So, haben wir alle? Nein. Aber jetzt. Gut. Einmal schnell wieder Feuer mitnehmen. Ich kann den ja auch gleich gefrieren. Das Problem ist, ich muss an den Octoroks vorbeikommen. So, hier. Tschüss. Tschüss. Machen wir erstmal den da oben. Nein, jetzt hat er mich schon aktiviert. Oh, da ist... Da ist das nächste Problem. Oh, ja, okay, komm. Die zünden wir mal schnell alle einfach runter. Ja, hier ist gefährlich. Falsche Taste. Oh Gott, das war... Das hätte ganz anders ausgehen können gerade. Okay, und dann sind wir hier wieder unten. Gut. Dann ist der Weg nach oben gesäubert. Jetzt ist dieser Typ da hinten noch. Okay, der kommt her. Der kommt her. Das ist mir recht. Falsche Taste. Eis. Ab dafür. Yes. Der ist weg. Gar kein Problem. Hat nicht gereicht. Ja, leck mich doch fett. Vorsichtig, nicht von dem Octorok treffen lassen. Okay, sehr schön. Das dürfte der nächste Checkpoint sein. Nur damit er mir keinen Ärger macht, erledige ich den jetzt noch. Und da ist noch einer. Auch du machst mir keinen Ärger mehr, mein Freund. So. Okay, das dürften alle gewesen sein. Gut.
Dann ab nach oben. Oh, da ist noch einer. Okay, der interessiert mich jetzt nicht mehr. So, jetzt haben wir einen Eishynox vor uns. Den werden wir einmal abfeuern. Das reicht nicht. Das reicht nicht mal ansatzweise. Das macht nichts. Machen wir einfach nochmal. Das überlasse jetzt nichts mehr dem Zufall. Scheiß drauf. So, vor allem das Schöne ist ja, das dürfte den nächsten Checkpoint jetzt geben. Bei 2,45 und es fehlt noch ein Gegner. Es fehlt nur noch der Leune. Ich habe dreimal A aufgeladen. Ich werde jetzt probieren, einfach mal durchzurennen. Ich werde jetzt einfach mal probieren, bis zum Leunen durchzurennen. Vielleicht komme ich bis hin. Der ist ja gleich da unten. Okay, wo starten wir? Ja, wie erwartet. Wie erwartet, genau hier. Das ist, was ich wollte. Ihr könnt mich alle mal... Ich weiß, da sind jetzt ganz viele Pfeiltypen um mich rum. Das könnte auch böse enden. Wir probieren es einfach mal. Ich muss ja nur den Leunen besiegen. Das ist ja alles. Ich muss ja nur den Leunen besiegen. Solange ich hinter ihm bin, können mich die Pfeile auch nicht treffen. Gefährlich. Gefährlich, in die Pfeilnähe zu kommen. Jetzt zünde ich da ein paar Pfeiltypen mit weg. Um ihn rum. Schade. Kriegen wir hin. Kriegen wir aber hin. Ich denke, die Variante ist ganz gut. So. Bisschen mit Magie noch vorher arbeiten, dann passt die Geschichte. Ihn schön zurückdrängen, vor allem, dass ich von den Pfeiltypen wegkomme. Das wäre wichtiger. Dass wir von den Pfeiltypen wegkommen. Der Taktiker würde auch Bogenschützen sagen. Ich sage Pfeiltypen. Deal with it. Yes. Geht doch. Glücklicherweise dank des Checkpoints, muss man sagen. Also die Checkpoints sind schon gut gewesen. Wahrscheinlich sind die nicht da, wenn man keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn man... Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. So, Verkaufswert 61, Verkaufswert 104. Es ist egal, wir verkaufen einfach. Alles nichts, was man aus irgendwelchen Gründen behalten müsste. Okay. Barbarenhose. Sehr schön. Das lief doch. Jetzt kommt wahrscheinlich schwer plus. Plus wäre das nächste. Am besten kommt jetzt schwer plus. Boah, aber diese Checkpoints. Puh. Ich würde echt interessieren, ob es an der Schwierigkeitsstufe liegt. Dass bei normal gibt es Checkpoints, bei schwer gibt es keine Checkpoints mehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil durch die Checkpoints wird es fast ein bisschen zu einfach. Ich bin doch noch auf normal, oder? Nicht, dass ich hier auf easy spiele.
Ja, Standard. Oh, es gibt schwierig und sehr schwierig. Okay. Vielleicht gibt es die Checkpoints auch immer. Keine Ahnung. Gut, aber das lief doch schon mal ganz in Ordnung. So, dann bringen wir mal die Mission mit Yunobu. Muss ich Yunobu spielen oder kann ich auch... verdammt. Okay, Yunobu. Wir trainieren dich ganz kurz mal eben. Jo. Hey. So. Einmal das. Ach so. Na gut, dann haben wir bei dem schon alles gemacht. So, wo ist die Mission? Da. Yunobus hitziges Training. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Ich habe vor der Aufnahme habe ich die Switch umgeschmissen. Bin froh, dass sie noch funktioniert. Erst habe ich meinen Salat verschüttet. Dann habe ich beim Versuch, den Salat aufzuwischen, bin ich ans Kabel gekommen und habe einfach die komplette Switch umgeschmissen. Dann habe ich mir noch das Knie gestoßen, weil ich deswegen erschrocken bin. Also es war eigentlich ein gutes Omen für die Aufnahme, aber ich habe den Eindruck, bisher läuft es doch ganz gut. Okay, einfach Gegner besiegen, ne? Ja, gut. Dann verprügeln wir halt alles, was wir können. Darf ja wieder getroffen werden, hurray! Rolle, 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 Rolle. Jetzt ist Schluss. So sieht's aus. Entschuldigung. Da muss ich erstmal husten. Das war nur zum Aufwärmen. So, jetzt gehe ich erstmal mit meiner A-Attacke in diese Meute hier rein. Wo ist die Meute? Da. Mahlzeit. Ja. Bam. Das war das. Alles kein Problem. Da hinten irgendwas zufällig versteckt? Nee, ne? Wär doof gewesen. Okay. Gut. Oh, jetzt kommen hier noch so ein paar solche Dinger. Na, jetzt hört er auf. Stabil. Gut. Nächste große Meute wartet auf mich. Aua. Aua. Das war nur zum Aufwärmen. So ist es. Ich brenne.
große Meute. In your faces. Wusch. Das hat ordentlich gezündet. Schon besser. Oh, keine Lust mehr hier. Erledigen wir ihn so und ab dafür. Das nimmt nämlich gleich nochmal ein paar andere Gegner mit. Jawohl. Gehen wir nochmal kurz hoch, weil da habe ich einige ausgelassen. Aber da, guck mal, da hinten kommt nochmal eine große Meute. Eigentlich kann ich da einfach hingehen, ne? Mach keinen Ärger, das krieg ich hin. Also die 300 sollten jetzt nicht das Problem werden. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Stabil. So. Ach, da kann ich erst rein, wenn ich die 300 habe. Ach so. Sag das doch. Sag das doch, dass ich da erst rein kann, wenn ich die 300 habe. Ich sehe da auf der Karte die ganze Zeit rot und rot und rot und dann, dabei ist das gar nicht betretbar. Ups. Ja, ganz schnell jetzt noch hier die 4 mitnehmen auf jeden Fall. Bevor das zeitlich noch knapp wird. So, 93, 7 noch. Oha, ja moin. Das waren dann wohl die 7. Gibt's jetzt noch auf die Mütze. Für die Magmarok. Der bin ich. Mahlzeit! Jahu! Darum! Oh Gott, das wird 3 Jahre dauern. Ach komm, das eine Stück noch. Ja, bitte, geh doch. Ach komm, das eine Stück noch. Ich dachte, ich krieg's. Und tschüss. Das reicht nicht. Oh Gott, er ist so schwach. Selbst dass er auf Level 60 ist, reicht. Und nicht Schaden zu machen. Mein Gott, ey. Oh, und tschüss. Und das Ganze nochmal. Oh mein Gott. Ach komm, ich habe keine Lust mehr. Hier. Ins Gesicht. Na bitte. Na bitte. Das gibt auch wieder ordentlich Dresche. Ob ich das schaffe? So. Und tschüss. Wir haben sie gezeigt. Ah,
Ich hoffe, ich muss nicht mehr mit dem kämpfen. Der ist langweilig. Okay, nichts Besonderes. Schwalbenbogen 39, okay. Immer einen Diamant bekommen. So. Irgendeine kurze Mission noch. Der Orni-Krieger. Ich weiß halt nicht, ob die kurz ist, aber das ist jetzt... Ach, mit dem will ich auch nicht kämpfen. Ach, bringen wir es hinter uns. Hey. Bringen wir es hinter uns. Kann ich hier was machen? Jo. Also, wir haben Stufe 69, der ist Stufe 50. Angenommen, ich würde den mit der 69er, Stufe sage ich schon, Angriffskraft. Angenommen, ich würde den mit dem 69er verknüpfen. Kommt dann was Stärkeres raus? Jo. Das war deutlich stärker. Na dann, ab dafür. Gut, dann hat er immerhin auch einen stärkeren Bogen jetzt. Dann kann man, denke ich, die Mission ganz gut bestreiten. Auf geht's! Was leckt denn da so rum? War das gerade in der Aufnahme? Also habe ich das jetzt am Fernseher oder in der Aufnahme gesehen? Das hat gerade ganz schön geleckt. Ja! Ist das schon die ganze Zeit? Ein bisschen aus, als würde meine Aufnahme lecken. Ne, jetzt sieht's nicht mehr so aus. Okay. Okay. Interesting. Okay, das ist eine neue Attacke. Das haben wir jetzt wahrscheinlich durch seine Upgrades bekommen. Also nicht durch die Upgrades jetzt, ne, aber durch die früheren Upgrades. Keine Zurückhaltung mehr. Eigentlich eine coole Geschichte gewesen. Ja, also jetzt sieht es nicht mehr so aus, als würde es lenken. Okay. War vielleicht nur der Moment, weil das wäre jetzt komisch. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Wäre jetzt auch ziemlich ärgerlich. Noch ist es nicht vorbei. Jetzt wird's kalt. Nicht schlecht, sag ich mal. So, der erste ist weg. Geht besser auf!
Falsche Richtung, oder? Was mache ich denn da? Ne, ich lade mal schnell mein A auf. Wir können es schaffen. Ich habe ja eh kein Zeitlimit. Das war's, Anko. Gut. Fort mit euch. So. Klingt logisch. So. Ah nein, ich muss mich... Oh, ich habe da nicht drauf geachtet. Scheibenhonig. Komm ich. Chill. Chill. Ich bin ja da. Bin ja schon da. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet, dass der Kollege hier Probleme bekommen kann. Kann der Orni-Hauptmann sich jetzt mal raushalten? Alter! Nicht so schnell! Wie gefällt euch das? Super gefällt ihm das, siehst du doch. Keine Zurückhaltung mehr. Nehmt das! Du hattest jetzt nicht erwischt. Das hätte anders laufen können sollen müssen. Ach, geh mir halt nicht auf den Keks. So, weg mit dir. Nicht schlecht. Ein Blitzleune. Reicht's noch nicht? Oh. Ach, komm schon. Aus dem Weg. Jetzt hängt schon wieder die Aufnahme. Ist das... Also wird das auch aufgenommen? Weil mein Fernseher hängt nicht, aber die Aufnahme hängt. Ich sehe es ja wenn ich auf den Laptop gucke. War das schon öfter so? Ich merke das zum ersten Mal. Ich hoffe, das war jetzt nicht die ganze Aufnahme über. Ich muss nach dem Part unbedingt mal nachgucken. Gefällt mir ja gar nicht. Wir können es schaffen. Oder auch nicht. Keine Zurückhaltung mehr. Nehmt das! Moment! Fucking Leute, ey. Nein! Und jetzt? Ah, hat gepasst. Ich dachte, ich habe die falsche Taste erwischt. Nein, es hat nicht gereicht. Leck mich doch am Arsch. Noch ist es nicht vorbei. Jetzt aber. Das war's also. Jetzt hängt schon wieder kurz. Was ist denn das? Jetzt wird's kalt. Im Ernst verarschen kann ich mich alleine hier. Was soll das denn? Ich muss mich gleich nochmal heilen, wenn das so weitergeht. Nicht gut genug. Vielleicht auch nicht. Gut. Aber da hat's wieder. Schaut euch das an. Ich meine, ihr seht's ja wahrscheinlich. Oh oh. Ich muss jetzt unbedingt sofort die Aufnahme stoppen. Und gucken, was das ist. Warum das so böse laggt. Ich hoffe, das nimmt's nicht auf. Ich hoffe, es nimmt diese Lags nicht auf. Oh je.
Aber ich sehe das zum ersten Mal. Das hat's doch sonst nicht gemacht. Naja, wir schauen gleich mal. So, dann schließe ich mal die Aufnahme hier ab und guck mal, ob das jetzt hier die ganze Aufnahme übergelegt hat. Das wäre nicht so cool. Danke fürs Zuschauen und tschüss.